Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder, Wiebke und Jackie von Babymarkt.de und wir haben heute ein kleines Tutorial vorbereitet für euch, denn in nächster Zeit stehen ja wieder jede Menge Feiertage an, Vatertag, Muttertag und natürlich der Valentinstag. Genau, und was gibt es da Schöneres als persönliche Geschenke vorzubereiten? Deswegen haben wir uns gedacht, was denn wir heute persönliche, personalisierte Schlüsselanhänger und zwar mit Hand- und Fußabdrücken. Also heute machen wir nur die Handabdrücke, aber jetzt gerade, wenn ihr kleine Kinder habt, ist es natürlich super schön, das irgendwie zu verewigen. Was wir dafür brauchen, Wiebke, was ist das? Es ist total einfach, wirklich. Ihr braucht nämlich nur drei Dinge dafür. Die Schrumpffolie ist der Hauptstar in diesem Tutorial. Dann braucht ihr noch Acrylfarbe oder andere Stifte, mit denen ihr darauf malen könnt. Und natürlich eine Hand. Eine Hand. Genau. Wir haben leider keine Babyhand anwesend, deswegen nehmen wir Jackies Hand heute. Genau, deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal direkt an. Wichtig ist bei der Schrumpffolie, dass ihr die mit der rauen Oberfläche nach oben legt, denn... Halbe Tisch versaut, aber... Das kann man nachher abwischen, denn nur so funktioniert die Folie dann auch. So. Feste drauf gedrückt. So, super. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir hier einen kleinen Handabdruck drauf. Den könnt ihr, damit der Schlüsselanhänger nicht so viereckig, quadratisch, rechteckig ist, noch ein bisschen zurechtschneiden. Und was ihr als nächstes braucht, ist ein Locher. Denn damit nachher diese Schlüsselanhängerringe, die ihr benötigt, auch da befestigt werden können, brauchen wir natürlich ein Loch. Und mit dem Locher geht das super einfach. Das könnt ihr einfach hier zwischenlegen. So. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt natürlich auch noch was draufschreiben, zum Beispiel Papas Liebling oder Omas kleiner Schatz. Ihr müsst dann nur bedenken, dass das eventuell in Spiegelschrift gemacht werden soll, wenn es nachher auf der glatten Seite richtig zu lesen sein soll. Und wir legen das jetzt in den Ofen, und zwar bei 160 Grad, circa 2-3 Minuten. Und da ihr jetzt nicht 2-3 Minuten warten müsst, bis wir fertig sind, haben wir euch natürlich schon mal etwas vorbereitet. Diese kleine Hand war ursprünglich meine vergleichsweise sehr große Hand. Die ist durch den Backofen, also mit Hilfe der Schrumpffolie, eben klein geworden und die lässt sich jetzt super als Schlüsselanhänger verwenden. Genau, da müssen wir jetzt nur noch, ich habe hier schon einen vorbereitet, einen Anhänger hineinfriemeln mit einer Zange einmal. Na? Manchmal gestaltet sich das ein bisschen. Wenn das das Schlimmste am Tutorial ist, dann... war es nicht so schlimm. Würde ich auch sagen. So, und schon ist er fertig. Euer wunderschöner persönlicher Anhänger für Papas Liebling. Nein, von Papas Liebling für Papa. Genau. Ich hoffe, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir hoffen, es war hilfreich. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, ob ihr es selber ausprobiert habt, ob ihr fandet, dass das Video hilfreich war. Und ja, wir sind gespannt auf eure Ergebnisse. Und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.